Willkommen auf meinem Kanal. Wollt ihr mehr sehen? Abonniert mich einfach. Jetzt haben wir ein Problem, das Schiff ist so groß. Ach, das ist ja unsere Tierdings hier. Jetzt gehe ich wieder nach oben, hole die Baumdinger, weil wir haben ja noch Pinienkerne. Und dann bauen wir noch eine Reihe an. Wir bauen noch eine Reihe an. Genau, wir haben die drei. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Das brauchen wir. Okay, dann machen wir das mal jetzt hier alles. Aber erstmal lege ich mich schlafen, das mache ich am Tag. Gute Nacht. Jetzt muss ich gucken, wo baue ich das an? Wo baue ich das an? Jetzt muss ich einmal schauen. Ich muss das jetzt hier erweitern hier. Ach, jetzt habe ich diese Rohstoffe nicht dafür. Holz und Plastik. Bitte lass irgendwas in den Netzen sein. Ich möchte jetzt nicht hochrennen. Ich habe gerade die Netze geleert. Oh, bin ich bescheuert. Holz und Plastik, Dankeschön. Das Spiel hat mich gerettet. Mehr als genug. Das Spiel hat mich gerade gerettet damit. So. So, dann mache ich aus dem Pinienkern quasi die Umrandelung. Umrandelung, das hört sich aber auch lustig an. So. Einmal ringsherum. Aber nur so weit begrenzt der Wald ist. Allerdings muss ich wirklich erstmal eine neue Ablagefläche schaffen. So. Mache ich mal hier. Ach, Alter. So. Ja, umso größer das Schiff ist, umso mehr Leistung braucht auch der Rechner. Und ich habe ein gigantisches Schiff. Mein alter Rechner wäre jetzt schon längst abgesoffen. Ich bin ja nun schon mit einer RTX 360 Ti gut bestückt, das ist ordentlich bestückt. Und einen leistungsstarken Rechner dafür. Jetzt stelle ich mir vor, meine RT, meine 1050er, mit diesem Game, ich weiß gar nicht, ob Bionano das Spiel überhaupt spielen kann, also diese Welt. Obwohl ich bin ja der Server. Sie geht ja bei mir drauf. Boah, ihr seht schon selber, es ist ordentliche Leistung, was der Rechner jetzt bringen muss. Und jetzt stelle ich mir vor, ich mache das Schiff nochmal doppelt so groß, dann bräuchte ich einen Rechner von der NASA, um das hier zu stemmen. So. Okay, hier fehlt natürlich eine Reihe, die machen wir noch mit. Ich habe hier vier, das sind drei. Oh Mann. Ich muss ja langsam machen jetzt, so. Sonst falle ich runter. Nee, das will ich nicht. Der eine geht raus. Das geht direkt hier hin. Geht direkt am Rand. Genau.
So, dass wir das zumindest schon mal einstellen können, wa? Fertigstellen ist eine andere Sache, aber erstmal ist es vorbereitet. Dann gehe ich mal nach vorne. Zwei Reihen sollten es mindestens sein. Zwei Reihen werden es werden und passt auch. Super, super angepasst. Vier Reihen Holz, wo zwei Reihen Bäume. Gefällt mir ganz gut. So, na komm. Jo. Diesen Weg lassen wir offen. Sehr gut abgemessen. Bin ich stolz auf mich. Hat geklappt. So, Pinienzapfen. Das sind diese. Ah, was waren das mal? Aber irgendwie fehlt doch noch die Tanne, oder? Waren da nicht fünf Baumarten? Wenn ich mich nicht irre, das waren doch fünf Baumarten gewesen. So, einmal da, einmal da. Kriegen wir hin. Super. Dann machen wir gleich hier weiter. So. Genau. Das mit den Bepflanzen geht relativ schnell. Nur das erstmal hinsetzen, das dauert länger. Weil beim Bepflanzen, da renne ich aber drüber, habt ihr ja gesehen. Renne ich rüber und dann setze ich meine. Das hört sich jetzt ein bisschen ekelhaft an. Meine Samen einfach drauf. Dann bewässere ich sie noch. Das hört sich noch ekelhaft an. Oder lasse es einfach durch den Regen bewässern. Das hört sich dann schon humaner an. Also das Spiel ist doch schon ein bisschen pervers, oder? So. Gut. Lassen wir den Weg frei. Da haben wir hier diese Lücke dazwischen. Setzen wir nochmal überall Fackeln dazwischen. Erstmal werden die Samen eingesetzt. Dann wird bewässert. Dann kommen die Fackeln. Und dann heißt es nur noch abwarten. Dann liegt es nicht mehr an meiner Kraft, wie lange etwas braucht. Das konnte ich mit dem Mod natürlich nicht einstellen. Aber was ich mal gucken kann, ob ich das Fliegen einstellen kann, ob ich fliegen kann in dem Spiel. Das wäre cool. Pinie. So, ihr seht ja, es geht relativ schnell. Wenn das Spiel manchmal nicht hängen würde jetzt so, durch diese enorme Kartenauflösung, weil ich glaube, Raft ist ja nicht dafür ausgelegt, solche großen Schiffe zu bauen. Zumindest von der Grafik her. So, und zum Schluss sehen wir ja, was noch offen ist und wo es noch fehlt. Da haben wir das zum Beispiel schon mal da drinnen gehabt. Okay. Boah, Alter, Mann. Lass mich doch mal laufen. So. Einmal bewässern, genau. Einmal ordentlich drauf pinkeln. Cool. Das geht ja wie die. Das geht ja super schnell. Das geht ja mega schnell. Geil. Das gefällt mir ja mal.
Ich wusste, da hatte ich was vergessen. Super, und jetzt kommen noch die Fackeln dran. Manchmal muss man ja auch doppelt draufklicken. Und dann hinten, hier hinten noch. Jetzt sind wir eigentlich durch. Jetzt gucken wir uns das ganz kurz nochmal von oben an. Na? Schaut euch mal die Insel an. Cool, wie hoch die ist. Oh, shit. Oh, Alter. Hey, finde ich. Ich gehe mal ganz nach oben. Das ist einer der größten, also einer der höchsten Inseln, die es gibt. Na, machst du jetzt mal? Na, leider gibt es keine Seilrutsche nach oben, da ich hier mal mechanisch drücken kann. Das wäre natürlich cool. Leider geht es immer nur nach unten. Der Schwerkraft entsprechend. So. So. So schnell wird die Insel nicht verschwunden sein. Dann schauen wir uns die Insel von oben an. Inklusive. Jetzt sind wir ungefähr auf Augenhöhe mit der Insel. Wir haben jetzt eigentlich einen Teil des Turmes gemacht und wir haben noch nicht mehr die Hälfte geschafft. So. Wir sind gerade bei, eventuell im Höchstfall bei der Hälfte. Annähernd bei der Hälfte. Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte des Turms. Wo ist denn der Turm? Wo ist denn die Insel? Schaut mal. Jetzt gehen wir aber trotzdem weiter hoch. Jetzt schauen wir uns das weiter an. Überraschung, Überraschung. Ja, wenn ich hochkomme, ist eine andere Frage. Ist das cool, oder? Ist das Hammer? Das ist das geil. Das ist unsere Baumfarm von oben. Das ist schon mal gigantisch. Und dann hier unser Labyrinth von oben. Ist auch riesig. Dann unser Hauptschiff. Ich habe immer gedacht, das wäre schon riesig, aber jetzt, nachdem ich jetzt gebaut habe. Holla die Waldfee. So, jetzt gehe ich mal weiter nach oben. So weit hoch, wie ich nur bin gerade. Und ihr seht selber, ich habe die größte Insel in Raft, also die höchste Insel, nicht die größte. Die größte Insel ist nicht gleich die höchste Insel bei Raft. Geschafft. Hier. Ich bin weitaus höher als die höchste Insel in Raft. Wenn man das mal so betrachtet. Wenn ich jetzt hier runterspringen wollte, würde ich wahrscheinlich auf der Insel landen. Mache ich aber nicht. Ich springe jetzt hier runter in meine Baumfarm. Und angekommen. Das war meine Baumfarm. Viel Spaß beim Zuschauen. Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye.